1860, was für ein Spiel. 4 Dreier versenkt, Hammer. Ja, war gut. Ne? Zweite Halbzeit waren wir viel besser, viel aggressiver. Und dann konnten wir zum Glück aufgrund der katastrophalen ersten Halbzeit das Ganze wieder ausgleichen und am Ende den Sieg holen. Du hast auch den Topscorer verteidigt von denen, die 6. Harte Aufgabe. Ja, Tobi, ich kenne Tobi schon sehr lange. Es war ein cooles Duell, hat mir Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Ich denke, ihm hat es auch Spaß gemacht und war ein cooles Spiel heute. Absolut. Auch ein Kompliment für ein strategisch ganz gut eingefädeltes viertes Viertel von dir. Du hast da viele strategische gute Moves gemacht, die euch dann letztendlich so einen hohen Sieg beschert haben. Ja, da hat Basti natürlich auch seinen großen Anteil dran. Ne? Der sagt genau, was los ist. Er gibt mir ein paar Möglichkeiten, aus denen ich wählen kann. Und dann denke ich, haben wir das heute auch gut als... Wir haben heute gut als Team die ganze Sache gelöst. Immer wenn es brenzlig wurde, war der eine für den anderen da und hat den Ausschlag gegeben. Ne? Da waren wir einfach ein gutes Team heute. Hat man gesehen, ihr habt dann auch einen Rückstand von echt 16 Punkten aufgeholt im ersten Viertel. Ja, das ist ja so unser Ding. Ne? Wir gehen ja immer erstmal in Rückstand und dann merken wir, dass wir scheiße sind und dann geht's wieder nach vorne. Ja, war ein hartes Spiel. Die haben nämlich ganz gut reingefunden, haben ein paar Dreier gesetzt, wo sie sich schon mal schön mit abgesetzt haben. Aber dann habt ihr sie eigentlich nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Ja, das ist auch ihre Stärke. Ne? Das ist ein gutes Shooting-Team. Die hauen einen nach dem anderen drauf, wenn sie die Möglichkeit haben. Und haben wir am Anfang gesehen. Ne? Gute Werfer, wenn sie frei sind und im Rhythmus sind, die machen ihre Würfe auf dem Level sowieso. Am Ende haben wir es ein bisschen schwieriger gemacht, dann kam natürlich auch ein bisschen die Müdigkeit. Darauf haben wir natürlich auch gehofft. Ne? In der Halbzeit war die Ansage, dass wir müssen weiter Druck machen, wir müssen hoffen, dass sie da ein paar Probleme bekommen und dann haben wir das zum Glück lösen können. Ihr habt euch auch auf alte Stärken besinnt, wart sehr gut in der Defense für den Rest des Spiels. Nehmt ihr das mit in die Playoffs? Ja, das ist unser Ding. Ne? Wir spielen immer aus einer guten Defense nach vorne und dann vor allen Dingen auch schnell. Das ging am Anfang nicht aufgrund ihrer guten Trefferquote und dann haben wir auch im Rebound Schwächen gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir das, denke ich, viel, viel besser gemacht. Und jetzt geht es mit Vollgas in die Playoffs, ne? Mit guter Defense und hoffentlich auch guter Offense. Man, this game was so hot and you're having ice cream. Oh, yes. After getting hit in the mouth, I kind of need it right now. Are you injured? No, not injured, just a little bit bruised. But you played very hard, very good defense. You showed here today to the public, and the crowd loved you. Oh, yes. It's playoffs time. It's win or go home, so got to dig deep and find a way to win the game. Is it easy to stay down to earth when you're winning the whole season, having the lead the whole season? How do you manage to stay down to earth? Honestly, it's just every day in practice, we get on each other. In practice, we almost get in fights, so in games it kind of comes natural to stay calm, cool, and collected. 20-10-10, I just say triple-double. What a game. Yeah, it feels good because last time I had a triple-double was here 2 years ago, so it feels good to have another one at this house. We feel good too. You're going off to the playoffs now. Energy enough to beat the asses of the others? Yes, it's the goal. We wanted to get a win last game of the season to get momentum for next game, and then I think we had it. We started a little slow today, but we had the energy in the second half. The crowd really helped us, and then I was able to have a good all-around game, and then we won as a team. You're not only the lead of the season round in English, thank you, and but also you have the lead in the fans. Say some words to the fans. It's incredible. We by far have the best fans in Pro B. It's not even close. We might have some of the best fans in whole Germany when it comes to basketball. You can see it was crowd standing up only today. The crowd loved us from the first tip off to the last minute of the game. The crowd loved us. They cheered. They were happy. They were sad when we're losing, happy when we're winning. I'm just very, very proud to be part of this family. Heute neben mir ein Star, Kati. Du hast auch noch Geburtstag. Erstmal Happy Birthday to you. You already said that to your brother. Also du hast das deinem Bruder ja auch schon gesungen mit diesem Lied. Genau. Und erstmal alles Gute, hast hier gut gefeiert? Ja, aber sowas von. Also ich meine mit der Kulisse und jetzt mit dem Ergebnis heute, mehr ist nicht drin, oder? Also mehr kann man sich nicht wünschen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Und straight back ans Team. Und meinen Bruder natürlich. Ich habe mitgekriegt, du bist direkt aus der Schweiz her eingeflogen, um hier heute den Auftritt hinlegen zu können. Ja, genau, das ist richtig. Direkt aus Genf kam ich, frisch eingeflogen. Nur für die Seawolves heute. Und dann verbringst du deinen Geburtstag hier beim Basketball. Bist du mit Basketball aufgewachsen? Ja, natürlich. Also mit dem Bruder bleibt das nicht aus. Und
haben immer irgendwie mit Basketball zu tun gehabt. Ich habe auch mal ein bisschen selber gespielt, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Na, ich sehe auf deiner Kappe, da steht ja Baller, so, das passt schon. Genau, ich habe mich dann doch der Musik gewidmet. Also es kann immer nur einen Star für eine Sektion in jeder Familie geben. Wir haben das gut aufgeteilt. Du bist auch quasi in den Playoffs, du nimmst gerade ein neues Album auf. Wie weit bist du da? Ja, also wir sind jetzt relativ weit schon. Wir haben ungefähr 12 Songentwürfe stehen und ich stelle jetzt gerade alles um, schreibe ganz viel selbst, bin mit einem recht erfolgreichen Team im Studio und das Album wird deutsch werden, das ist eine Neuerung bei mir und ja, man darf sehr, sehr gespannt sein. Deutscher Soul? Soul würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Deutscher Soul finde ich immer so ein bisschen schwierig, ist nicht so authentisch. Deswegen wird es doch eher kommerzieller Pop werden, aber sehr anspruchsvoll. Also man darf sehr gespannt sein. Das sind wir. Weißt du schon, wann du auf den Markt kommst? Das ist immer ganz schwierig zu sagen, weil wir sehr viel an den Sounds arbeiten und einfach gute Musiker auch gewinnen wollen. Und für gute Sachen muss man sich immer Zeit lassen. Dann werden sie richtig. Weißt du wenigstens, welches Viertel in diesem Jahr? Also wenn ich auf ein Viertel tippen könnte, ja, dann wird es wahrscheinlich Ende des Jahres eine Single-Release um Weihnachten rum geben. Und das Album wird dann wahrscheinlich eher nächsten Jahr kommen. Dann wünschen wir den Zielwolfs und ihr, dass du da mit einer Meisterschaft endest und gut Verkaufszahlen hast. Wir sind auf jeden Fall gespannt nach dem, was wir hier von dir heute gehört haben. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch an die Zielwolfs nochmal. Grandios. Es war großartig, heute dabei zu sein. Der Techniker Krankenkassenkark war hier so heiß, dass der zweite meiner Interviewpartner hier mit Eis kommt. Geht so heiß weiter in die Playoffs? Ja, mit Sicherheit. Wir kennen es ja eigentlich gar nicht anders von uns aus. Die Spiele sind immer unglaublich intensiv. Wir hoffen natürlich, dass wir es vielleicht irgendwann auch mal ohne einen großen Rückstand egalisieren zu müssen schaffen. Ja, aber Recklinghausen hat unheimlich Qualität bewiesen und ich glaube, wir haben heute ein hochklassiges Basketballspiel gesehen von beiden Teams. Mit, wie gesagt, großer Intensität, mit großer Spannung bis zum Ende und in den Playoffs wird sich das alles sicherlich nochmal ein bisschen multiplizieren. Chris, du kannst uns ein bisschen mehr sagen, was müssen denn die Zuschauer über die Gegner in der Pro B wissen? Wir wissen jetzt seit ein paar Minuten, dass wir gegen Frankfurt spielen. Was müssen wir sonst noch wissen? Ja, erstmal zum Team Frankfurt, das natürlich als Farmteam von den Fraport Skyliners mit sehr, sehr vielen Doppellizenzern gespickt. Also wenn die wollen, können die auch mit einer sehr, sehr erfahrenen ersten Bundesliga-Mannschaft bei uns hier auftauchen. Eigentlich ist es aber ein sehr, sehr junges Team. Was, das ist einmalig in der Pro B, einen deutschen Topscorer hat mit Johannes Richter. Das gibt es sonst in keinem anderen Pro B-Team. Und da sind wir einfach, denke ich, müssen uns auf ein junges Team einstellen, sehr, sehr aggressives Team, gut ausgebildetes Team. Und da müssen wir uns auch wieder hier in der Ostbach Arena dann erstmal beweisen. Wenn die erste Bundesligaspieler mit dabei haben, kann es ja aber auch passieren, dass sie ein paralleles Spiel haben und gar nicht kommen. Ja, das ist aber nicht der Fall. Die spielen am Sonntag, habe ich schon nachgeguckt. Also unser Hinspiel hier wird nicht leicht, aber auf jeden Fall spannend. Definitiv. Noch was, wie stellt ihr die Mannschaft jetzt ein? Ihr wart die ganze Zeit im Lead in diesen Runden. Wie bleibt ihr unten, ohne jetzt einen Überflieger zu kriegen, zu denken, ihr schafft eh alles? Weil wenn man eure Bilanz anguckt, könnte man das glauben. Ah, das glaube ich eher nicht. Wir haben 8 Spiele verloren die Saison über. Mit der Gesamtsituation sind wir natürlich sehr zufrieden. Aber über die gesamte Saison hin ist da niemand abgehoben. Die Intensität im Training ist immer sehr, sehr hoch. Wir haben viele Spieler, eigentlich ausschließlich alle Spieler, mit sehr, sehr viel Drive, sehr, sehr viel Energie, mit einem unbedingten Siegeswillen. Und ich glaube, viel wichtiger ist noch, dass wenige Spieler in Deutschland schon mal gar nicht, überhaupt schon mal im Playoff-Format gespielt haben. Von daher ist die Spannung ohnehin heiß und der Tabellenplatz gibt jetzt gar nicht so viel Preis, was unsere Herangehensweise, was die Playoffs betrifft. Weil wir haben uns in der Liga durchsetzen müssen, wo es bis zum letzten Spieltag wirklich sehr, sehr spannend ist und die Teams unheimlich dicht beieinander liegen. Haben wir heute auch gesehen, wir haben jetzt gegen Recklinghausen mit einem Spiel aus dem unteren Tabellendrittel gespielt. Von der Qualität her hat sich das nicht geäußert. Ja, wir werden jetzt einen Teufel tun, uns zurücklehnen oder sagen, okay, wir sind der Number One Seed, wir spielen gegen 8 Seed. Dafür ist das Jahr viel zu tough gewesen und wir wissen, wir können zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Tag jedes Team schlagen. Auf der anderen Seite gehört auch nicht viel dazu, um uns zu schlagen. Also von daher gilt es, die Spannung natürlich zu halten, die Konzentration. Wir haben uns in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht dieses Jahr über. Wir wurden getestet das ganze Jahr über. Wie oft lagen wir hinten? Heute auch wieder. Ich glaube, wir sind mit allen Wassern gewaschen und jetzt kommt es einfach darauf an, welches Team den Druck besser handelt. Also Motto nach wie vor, von Spiel zu Spiel gucken und wie motiviert der Spieler sonst noch? Ja, also ich glaube, wer jetzt zu den Playoffs hin jetzt nicht motiviert ist, der ist falsch in der Sportart. Also die Jungs sind, wie gesagt, schon die ganze Zeit fokussiert und die werden jetzt, glaube ich, nochmal eine Schippe draufpacken, gerade im Training. Und da werden wir uns einfach intensiv vorbereiten auf Frankfurt und dann schauen wir dann, was nächsten Samstag hier dann bei rauskommt. Also liegt nicht bei den Coaches, sondern beim Team eher
Und wenn dann die Defense-Leistung nach wie vor stimmt, wie wir sie jetzt auch in der zweiten Hälfte gesehen haben, dann wird's was? Werden wir sehen. Jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Die Entscheidung fällt immer, wenn das Licht an ist und dann zwischen den Linien. Wir wollen ganz klar auf unsere Stärken setzen. Das ist die Defensive. Das haben wir heute in der ersten Viertel nicht geschafft. Danach kam es immer wieder zum Tragen. Das ermöglicht uns auch immer wieder diese Energieleistung. Und im Playoff-Basketball sagt man, es geht um Stops, es geht um Rebounds und es geht um Effizienz in der Offense. Und wir müssen in allen drei Bereichen wirklich unser Potenzial ausschöpfen, um erfolgreich sein zu können. Ansonsten geht es ja auch darum, fit beim Gegner anzukommen. Habt ihr ein paar Tricks, um wirklich ausgeruht zum Beispiel in Frankfurt anzukommen? Eis von der Eiswerkstatt hilft. Basti sagt, ein Eis von der Eiswerkstatt. Ja, nee, wir werden da jetzt nicht viel anders machen als die Saison über schon und einfach versuchen uns auch unter der Woche dann so gut einzustellen, dass wir da dann am Wochenende gut auftauchen. Alles klar, wir wünschen euch alles Gute und wir erwarten hier die Zuschauer wieder so zahlreich und wieder so laut in der Halle hier am nächsten Samstag.